Ja, das war schon Kapitel 4 und jetzt kommen wir zu den ersten Schritten des Layouts, also sprich Kapitel 5. Wir werden als erstes mal die Seitenränder einrichten. Das geht in dem Menü oder in der Registerkarte Layout, respektive wie immer Seitenlayout, wenn Sie eine etwas ältere Version haben. Und bei diesen Menüs oder bei diesen Gruppen ist immer rechts unten, ich weiß nicht, wie man das Ding nennt, ich nenne das immer so ein Pinöckel, ja. Also irgend so ein kleines Kästchen, wo Sie da draufklicken können und damit kommen Sie immer in einen entsprechenden Menü- oder Optionsdialog. Wenn Sie das gleich machen, gucken Sie bitte ganz, ganz unten hin. Unten links steht Übernehmen für. Das ist ganz wichtig, dass Sie das auf gesamtes Dokument setzen, das werde ich Ihnen gleich zeigen, weil wenn Sie das nicht machen, müssen Sie das für jeden Abschnitt einzeln machen und das ist natürlich ein bisschen nervig. Ich zeige Ihnen das ganz kurz, was Sie zu tun haben. Auch hier bitte erstmal nur zuschauen. So, wir haben Demo 04, DocX geöffnet, es ist eigentlich egal, wo Sie da gerade sind. Dann gibt es, wie gesagt, hier die Registerkarte Layout oder Seitenlayout. Und hier ist ja so diese Gruppe, nennt man das, Absatz. Und da ist dieser Pinöckel oder Pömpel oder was auch immer man das da nehmen kann. Wenn Sie da rechts unten drauf nehmen, so klack, dann können Sie, Quatsch, was rede ich denn hier, ist ja Blödsinn, ich wollte ja da gar nicht hin. Nochmal zurück, Marsch, Marsch. Hier, Seite einrichten, da wollte ich hin. Da ist also auch nochmal dieser Pömpel, klack. Und dann landen Sie in dem Menü Seite einrichten. Und jetzt ist ganz wichtig, schauen Sie mal genau hin. Hier unten steht momentan Übernehmen für aktuellen Abschnitt. Das ist aber tödlich, weil ich will ja die Seitenränder schon fürs komplette Dokument. Also deswegen als allererstes hier gesamtes Dokument angeben. Und dann können Sie Ihre Seitenränder so wie halt in Ihrem Leitfaden geschrieben, also was weiß ich, 4.2, 4.2, so entsprechend angeben. Wenn Sie das jetzt gleich machen, bestätigen Sie bitte mal noch nicht mit OK, weil wir in dem Dialog gleich noch weitermachen. So, jetzt dürfen Sie, ich zeige Ihnen gerade nochmal, Layout, Gruppe Seite einrichten natürlich, dann der Pömpel rechts unten da, das kleine Knöpfchen. Ganz wichtig, unten Übernehmen für, das ist essentiell gesamtes Dokument, Klick. Dann Ihre 4 cm oben, 2 unten, 4 links, 2 rechts. Und wie gesagt, bitte noch nicht mit OK bestätigen, weil wir gleich noch ein bisschen was weitermachen werden. Wie immer in der Zwischenzeit einen kleinen Exkurs. Sie haben vielleicht gesehen, da kann man für den sogenannten Wundsteg auch was noch einrichten. Das ist aber dann irrelevant, wenn Sie sowieso nur einseitig Ihre Arbeit schreiben. Also sollten Sie mal doppelseitig, was ich persönlich nicht gut finde, aber was mittlerweile gestattet ist, dann könnte man einfach mit diesem Wundsteg dafür sorgen, dass noch ein zusätzlicher Rand immer zwischen rechter und linker Seite hüpft. Wie gesagt, braucht man nicht, aber nur, dass Sie das mal sehen. So, als nächstes richten wir die Kopfzeile ein. Auch da gibt es ja einen entsprechenden Layout, eine Layout-Vorgabe, zum Beispiel, dass oben noch ein Rand für die Kopfzeile von 2 cm sein soll. Das machen wir hier gerade weiter. Sie sind also hoffentlich immer noch in diesem Dialog Seite einrichten. Und dort gibt es die Registerkarte rechts oben Layout. Beachten Sie bitte, dass da unten immer noch steht, gesamtes Dokument, sollte aber der Fall sein. Und dann setzen Sie Abstand vom Seitenrand, die Kopfzeile, auf 2 cm oder was auch immer Ihr Leitfaden vorgibt. Und dann können Sie mit OK bestätigen. Klick. So, jetzt wird es spannend, denn jetzt richten wir die Seitenzahlen für die entsprechenden Kopfzeilen ein. Wir erinnern uns, wir wollen ja Titelblatt gar keine Seitenzahl, dann wollen wir diese römischen Seitenzahlen setzen, dann kommen diese arabischen Seitenzahlen und das werden wir jetzt vorbereiten. Dazu müssen wir aber auch noch erst ein paar Vorarbeiten leisten und zwar müssen wir erstmal in die Kopfzeile überhaupt wechseln. Es gibt da bestimmte Befehle, sehen Sie, Folie 42, aber das Einfachste ist offen gestanden einfach ein Doppelklick auf den obersten Rand, dann sollten Sie eigentlich in der Kopfzeile landen. Jetzt ist aber eine Sache, und Sie sehen, da ist wieder so ein großes Ausrufezeichen, eine Sache ist relativ wichtig, Sie sollten erstmal lernen, in diesen Kopfzeilen zu, ich nenne es mal, navigieren. Das bedeutet, wie hüpfen Sie von einem Abschnitt in der Kopfzeile zum nächsten? Und wir müssen die Verbindung zwischen den Kopfzeilen, die müssen wir kappen. Das ist essentiell für das, was jetzt gleich kommt. Aber keine Sorge, ich bin bei Ihnen, wir werden das alles zusammen durchgehen. So, das heißt, erstmal bitte nur zugucken. Sie machen dann so einen Doppelklick hier in den obersten Bereich. Es gibt, wie gesagt, auch einen Befehl dafür, aber das lohnt sich gar nicht. So. Das heißt, Sie sehen jetzt hier Kopfzeile Abschnitt 1. In diesen Kopf- und Fußzeilen-Tools gibt es hier so eine Gruppe, die nennt sich Navigation. Da können Sie einerseits zur Fußzeile wechseln, das brauchen wir aber nicht. Und da können Sie jetzt mit diesen Schaltflächen immer einen Abschnitt nach vorne. Gut, das geht jetzt hier nicht, weil wir sind ja schon ganz vorne. Und jetzt schauen Sie mal gerade, ich gehe jetzt mal auf Nächste.
Klick. Und jetzt bin ich bei Abschnitt 2 gelandet. Ne? Sehen Sie, das ist das, wo später die römischen Zahlen reinkommen. Jetzt bin ich bei Abschnitt 3 vor der Einleitung. Und jetzt bin ich bei Abschnitt 4 vor der ehrenwörtlichen Erklärung. Hier ist Schluss. Ja? So können Sie also erstmal von der ersten zur zweiten, dritten, vierten jeweils navigieren. So, jetzt ist aber eine Sache ganz, ganz, ganz entscheidend. Und zwar, nehmen wir mal den Abschnitt 2. Da sehen Sie, ist hier so ein grau hinterlegter Teil, da steht mit vorheriger verknüpfen. Das ist tödlich. Das heißt, das Ding muss weg. Das heißt, wenn das grau hinterlegt ist, Klick, um es wegzumachen. Dann gehen Sie in den nächsten Abschnitt, Klick, um es wegzumachen. Und in den vierten Abschnitt, auch der soll nicht verknüpft werden mit dem vorherigen Abschnitt. Ja? Gucken Sie sich es nochmal an. Hier steht es auf der Folie 42. Das gehen Sie jetzt bitte in Ruhe durch. Ich mache das gerade nochmal mit Ihnen zusammen, wer jetzt will. Aber jetzt dürfen Sie loslegen. Also als Hintergrund, die Idee dahinter ist, ich möchte ja für all diese Abschnitte individuelle Seitenzahlen hinterlegen können. Ne, wir erinnern uns, Titel bleibt gar keiner. Danach die römischen, dann die arabischen und dann wieder am Schluss gar keiner. Ja? Also, das haben wir also hinter uns. Das war also ganz essentiell, diese Verknüpfung zu deaktivieren. Und Sie wissen jetzt, wie Sie innerhalb der Kopfzeile von Abschnitt zu Abschnitt springen. Und jetzt kommt der erste Teil der Seitennummerierung. Also, Sie gehen bitte in den zweiten Abschnitt, weil der erste ist ja schon okay. Da wollen wir ja keine Seitenzahlen haben. Und ich werde es Ihnen einfach gleich zeigen. Da ist also ein entsprechender Befehl, der nennt sich Seitenzahl. Dann gibt es dort aktuelle Position. Das hieß früher auch einfach noch Seitenzahlen, also wenn Sie diesen Menüpunkt haben. Und dann klicken Sie auf einfache Zahl. Aber wie gesagt, bevor ich mir da den Mund fusselig rede, ich zeige es Ihnen erstmal ganz, ganz langsam. Und erstmal bitte auch nur zugucken. Also, Sie befinden sich in der Kopfzeile und erstmal schauen Sie, in welchem Abschnitt sind Sie. Ich bin jetzt hier zum Beispiel im Abschnitt 4. Deswegen gehe ich erstmal auf Vorherige, bin im Abschnitt 3 und nochmal auf Vorherige, bin jetzt im Abschnitt 2. Den 1er brauche ich nicht, weil da brauche ich ja keine Seitenzahl. Also, Abschnitt 2, Kopfzeile. Jetzt werfen Sie Ihren Blick nach ganz, ganz links. Da gibt es diese Gruppe Kopf- und Fußzeile. Und dort gibt es ja schon diesen ominösen Befehl Seitenzahl. Den klacke ich jetzt mal auf. Und der vierte Menüpunkt von oben, der heißt in den neueren Versionen aktuelle Position. In den älteren steht da einfach nur, also bis Word 2013 steht da einfach nur Seitenzahl. Ja, ist aber auf jeden Fall der vierte Menüpunkt von oben. In den neueren Versionen, wie gesagt, aktuelle Position. Und da klicken Sie erstmal drauf. Das ist dann zwar noch nicht fertig, da müssen wir noch nacharbeiten, aber dann haben Sie schon mal Ihre Seitenzahl grundsätzlich da. Ja? Konkret sollte jetzt hier die arabische Zahl 2 stehen, die ist natürlich noch nicht korrekt, aber das wäre schon mal der erste Schritt. So, jetzt dürfen Sie erstmal, und das werden wir gleich dann noch ändern. So, und jetzt ist das natürlich aber nicht das, was wir wollen. Erstens mal, wir wollen es natürlich auch zentriert haben, das kommt später. Zweitens mal, wir wollen es aber in Römisch haben. Und das heißt, jetzt gehen Sie nochmal, bitte auch erstmal hier nur zugucken, jetzt gehen Sie nochmal auf diesen Menü, auf diese Menü-Seitenzahl. Und dort der vorletzte Punkt, Seitenzahlen formatieren, klack. Und hier können Sie das Zahlenformat einstellen. Momentan ist da Arabisch eingestellt, 1, 2, 3. Und wenn Sie müssen allerdings hier nach ganz unten gehen, da sind jetzt die römischen. Bitte nehmen Sie die Großbuchstaben, die Kleinbuchstaben sehen hässlich aus, sind auch meines Erachtens total kirre. Also hier unten die römischen Ziffern. Und die Seitennummerierung, die soll fortsetzen vom vorherigen Abschnitt, soll heißen, eigentlich zählt man das Titelblatt implizit mit, dann haben Sie hier auch die römische 2. Wenn Sie das aus welchen Gründen nicht haben wollen, weil Ihr Betreuer das anders will, dann könnte man auch hier beginnen bei 1 machen. Also das wäre dann hier. Aber wie gesagt, Sie setzen es einfach fort vom vorherigen Abschnitt und sollten jetzt hier die römische Zahl 2 haben. Dass sie noch nicht zentriert ist, ist nicht schlimm. Das werden wir gleich nochmal ändern. Da gibt es dann auch noch einen kleinen Exkurs. Ob jetzt das Inhaltsverzeichnis die römisch 1 oder 2 ist, aber das ist eigentlich jetzt keine Sache von Word, sondern das ist tatsächlich eigentlich eher wissenschaftliches Arbeiten. Machen Sie es so, wie das Ihr Betreuer will. Aber nochmals, eigentlich ist es Standard, dass man das Titelblatt im Geiste mitzählt und deswegen dann mit der römisch 2 anfängt. So, das Gleiche machen wir jetzt für den Textteil, also sprich Abschnitt 3. Der darf natürlich arabisch bleiben oder soll. Und da sollten Sie bitte darauf achten, dass Sie dann eben mit der Ziffer 1 beginnen. Und dann können Sie die Kopfzeilentools auch wieder schließen. Also, auch hier erstmal kurz vorgemacht, aber das sollte jetzt klar sein. Ich navigiere jetzt zu Abschnitt 3. Und wie vorhin auch, Seitenzahl
aktuelle Position einfache Zahl, so wie Sie es vorhin auch gemacht haben. Nur jetzt steht halt dort die Zahl 3, das wollen wir nicht, deswegen auch hier noch einmal formatiert und dann einfach nur beginnen bei 1. Los geht's. Gut, wunderbar, dann haben wir jetzt das und ich meine, klar, die ehrenwörtliche Erklärung, da brauchen Sie logischerweise nichts zu machen. Und dann können Sie also, wie gesagt, die Kopf- und Fußzeilen-Tools wieder schließen. Und jetzt passen wir mal die Formatvorlagen an. Hier gibt es auch nochmal so ein Achtungsschild. Wichtig ist, wenn wir jetzt die Formatvorlagen anpassen, klicken Sie bitte niemals mit der linken Maustaste drauf, weil das bedeutet, was auch immer, wo Ihr Cursor gerade ist, da wird diese Formatvorlage zugewiesen. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte sie ja erstmal unabhängig abändern können. Deswegen Achtung, immer nur rechts klicken. Ja? Bitte nur einen Rechtsklick darauf machen und dann können Sie im Menüpunkt ändern, alle möglichen Sachen einstellen. Also auch hier gilt, was auch immer der Leitfaden sagt. Hier heißt es zum Beispiel Times New Roman 12 und es soll bitte Blocksatz sein und nach einem Absatz soll bitte auch ein Abstand folgen. Ich persönlich bin mit den 6 Punkten ein bisschen, also ich finde es ja fast ein bisschen knapp, ich würde eher so 10 empfehlen, aber Hauptsache Sie haben einen erkennbaren Abstand nach Ihren Absätzen und der Zeilenabstand soll bitte auch 1,5 Zeilen betragen. Das sieht zwar zugegebenermaßen nicht so wirklich gut aus, ist aber notwendig, damit wir irgendwelche Kommentare als Gutachter dort auch reinschreiben können. Wer will, glaube ich, kann das fast direkt mitmachen, obwohl, wie gesagt, ich zeige Ihnen es gerne nochmal und Sie haben ja auch ein bisschen Möglichkeit. Also ich schließe hier wieder die Kopf- und Fußzeilen und hier oben haben Sie ja Ihre Formatvorlagen. Ja? Und jetzt gibt es hier eine Formatvorlage ganz links, die nennt sich Standard. Das ist halt die, mit der Sie Ihren normalen Text schreiben. Aber jetzt bitte nicht mit links darauf klicken, sondern mit der rechten Maustaste. Wenn Sie mit der rechten Maustaste draufklicken, dann gibt es hier dieses Kontextmenü. Da können Sie jetzt auf Ändern gehen. Und jetzt kommen Sie in den Dialog Formatvorlage ändern. Hier können Sie jetzt alles einstellen. Ich persönlich mache das gerne so, dass ich einfach nur ein T tippe. Ja, dann sind Sie fast immer schon auf Times New Roman. Im Zweifelsfall tippen Sie nochmal ein I. Dann bei Times New Roman sollte man 12 verwenden. Natürlich nichts fett, kursiv oder unterstrichen. Die Schriftfarbe bitte auch automatisch. Dann können Sie hier auch schon das Format als Blocksatz wählen. Das ist dieses vierte Symbol von links. Klack. Damit haben Sie schon mal hier alle möglichen Sachen eingestellt. Und jetzt schauen Sie bitte mal, egal wo Sie sind, ganz kurz nochmal nach vorne auf den Beamer. Das werden Sie ganz, ganz häufig heute brauchen. Und zwar links unten gibt es einen Button, der nennt sich Format. Wenn Sie diesen Button aufklappen, da können Sie hier nochmal was mit Format ändern, da sind wir aber mehr oder weniger gerade. Aber der zweite Menüpunkt von oben, Format Absatz, den werden wir, ich glaube, in dieser Sonderveranstaltung bestimmt 10, 15 Mal haben. Also in dem Sinne, wie gesagt, immer Format Absatz. Da wissen Sie jetzt, wo Sie drauf zu klicken haben. Und hier können Sie einfach noch weitere Dinge einstellen. Ich meine, hier könnten Sie auch noch den Blocksatz einstellen. Aber hier war dann diese Geschichte mit Abstand von, in diesem Falle 8 Point, jetzt machen wir hier mal 6 Point danach. Und hier können Sie dann bitte auch den Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen ändern. Das sehen Sie hier alles nochmal auf dem mittleren Beamer-Bild, Folie 46. Das sind die Einstellungen, die Sie dafür schon mal machen sollten und dann auf OK gehen. So, Sie dürfen... Und ich mache es wie immer auch nochmal exemplarisch für Sie mit. Aber jetzt könnt ihr gerne in Ruhe nochmal schauen. Wie gesagt, Rechtsklick, das ist ganz wichtig. Dann auf Ändern gehen. Hier können Sie Schriftart Times New Roman einsetzen. 12 Punkt. Und den Blocksatz können Sie hier schon mal einstellen. Übrigens, die anderthalb zeiligen Abstände könnten Sie theoretisch auch hier schon einstellen. Das nur so nebenbei. Und dann gibt es diesen Button Format. Dann auf Absatz. In diesem Dialog, wie gesagt, sehen Sie hier auch nochmal den Blocksatz. Dann Abstand nach dem Absatz, 6 Point. Wie gesagt, ich persönlich würde Ihnen eher 8 oder sogar 10 empfehlen, aber gut, kommt jetzt nicht drauf an. Und als Zeilenabstand bitte 1,5 Zeilen eingeben. Und dann mit OK bestätigen. Wenn Sie da mal ein bisschen runterscrollen in Ihren Textteil, so sollte das jetzt aussehen. Ist auch noch nicht das Gelbe vom Ei, aber so ungefähr haben wir das. So, wenn Sie das gemacht haben, dann kann ich ganz kurz ein bisschen was weiter erzählen. Bei den Überschriften sieht es ähnlich aus. Es gibt ein paar kleine Tipps. Also erstens mal, Überschriften sollten immer fett gedruckt sein
Und ich muss es nochmals betonen, Überschriften gehören immer linksbündig, inklusive der Ziffer. Das haben wir ja aber schon mal vorher eingestellt, das ist schon mal ganz gut. Wobei bei den Überschriften würde ich tatsächlich auch den Blocksatz rausnehmen, weil wenn die wirklich mal über zwei Zeilen gingen, dann sähe das ziemlich schlecht aus. Also Überschriften wirklich linksbündig, das ist okay. Auch da einzeilig, wobei man sollte, wie gesagt, mehrzeilige Überschriften sowieso vermeiden. Und setzen Sie auch entsprechende Abstände vor und nach dem Absatz. Das wäre vielleicht noch so ein bisschen ein wichtiger Punkt. Und wenn Sie mir und meinen Kollegen Gefallen tun wollen, gehen Sie kein Risiko ein und nehmen Sie wirklich die gleiche Schriftart, die Sie auch für den Inhalt genommen haben. Ich finde, das ist so eine Unart, wenn man also alles in Times New Roman schreibt und da hat man aber so eine serifenlose Schrift wie Arial. Ich gebe zu, das kann man auch ein bisschen anders sehen, aber für mich sieht das aus wie Kraut und Rüben. Deswegen, also mit einheitlich machen Sie auf jeden Fall nichts falsch. Deswegen, also wirklich, wenn Sie einmal Times New Roman nehmen, nehmen Sie es bitte überall. Das brauchen wir jetzt nicht zu machen, das können Sie sich dann, das ist ein kleiner Vorteil, klar, das können Sie sich dann aus dem entsprechenden Demo-Dokument ziehen. Und diese Sache mit basierend auf, das hat seine Vorteile, aber das würde jetzt hier ein bisschen arg weit gehen. Wer das gerne ein bisschen vertieft haben möchte, kann sich nachher dann nochmal mit mir zusammensetzen. Und das Letzte, was wir jetzt noch in dem Kapitel machen, ist, die Kopfzeile ist ja auch noch nicht korrekt, die müssen wir auch nochmal ändern, weil das hätte ich gerne mittig, also sprich zentriert. Viel ist da ansonsten nicht zu tun. Wir müssen aber dazu erstmal die Formatvorlage Kopfzeile suchen. Wo steckt die? So, gucken wir uns das an. Hier oben steht sie schon mal nicht, ne, in den Formatvorlagen. So, jetzt kann man ja hier das nochmal aufklappen. Wenn Sie jetzt Glück haben, würde sie hier stehen, tut sie aber nicht. So, was tun? Auch hier gibt es wieder diesen kleinen Pömpel. Sehen Sie hier Formatvorlagen ganz rechts unten, dieses kleine Ding da. Ne? Klack. Und jetzt kommen Sie in den sogenannten Formatvorlagenkatalog. Ich schiebe den mal so ein bisschen nach rechts und mache den ein bisschen auf. Ne? So, hier sollte jetzt eigentlich spätestens Ihre Formatvorlage, Kopfzeile stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ihnen der Fall ist. Wenn Sie Pech haben, wie bei mir, steht es jetzt immer noch nicht da. Dann können Sie hier notfalls auf Optionen gehen. Das ist übrigens das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist. Ich glaube, in den älteren Versionen war es automatisch drin. Oder es liegt an den Demo-Dokumenten, die ich da bereitgestellt habe. Sie können hier, wenn Sie auf Optionen gehen, sagen, okay, anzuzeigende Formatvorlage empfohlen, oder Sie können hier zum Beispiel mal auf Verwendet gehen. Da spätestens haben Sie jetzt die Kopfzeile. Im Zweifelsfall können Sie auch einfach alle anzeigen. Aber spätestens jetzt sollten Sie hier die Formatvorlage Kopfzeile finden. Auch hier gilt, entweder Sie klappen das hier auf und gehen auf Ändern, oder Sie machen mit der rechten Maustaste hier dieses Menü auf, letztlich hier auf Ändern gehen und jetzt nicht blinzeln, Achtung, hier statt Blocksatz bitte zentriert für die Kopfzeile wohlgemerkt. Und dann haben Sie auch Ihre Seitennummerierung, klack, in der Mitte. So, Sie dürfen, und wem das jetzt zu schnell ging, wie gesagt, einmal hier nochmal schauen, oder gerne auch nochmal mit mir zusammen. Wie gesagt, Sie finden es jetzt hier mit diesem kleinen Pömpel. Klack. Wenn Sie das hier nicht vorfinden mit der Kopfzeile, diese Formatvorlage, können Sie das über Optionen steuern. Welche werden angezeigt? In der Regel steht das hier auf Empfohlen. Jetzt ist sie tatsächlich sogar witzigerweise da. Aber wenn sie nicht angezeigt wird, entweder auf Verwendete oder notfalls sogar schlicht einfach auf alle gehen. Dann hier entweder mit der linken Maustaste dann aber hier aufklappen oder, wie gesagt, das geht auch mit der rechten Maustaste, auf Ändern gehen und dann einfach nur dieses Symbol für zentriert anwählen und schwupps sind Ihre Seitenzahlen, so wie es sein sollte, mittig. Und wer damit fertig ist, der kann dann auch noch Demo 05 DocX öffnen, dann haben Sie da auch alles drin. Also wie gesagt, Demo 05, DocX jetzt öffnen, das mache ich wieder zu. Dann sollte das einigermaßen so aussehen wie hier. Auch das ist noch nicht ganz fertig, aber da sind wir schon relativ weit gediehen. Und in der Zwischenzeit noch ein paar Kleinigkeiten. Also wie gesagt, hier ist nochmal auf der Folie 50 dieser Formatvorlagenkatalog erklärt. Entweder Sie gehen auf wie empfohlen oder alle oder die Verwendeten. Und, das werden wir jetzt hier nicht vertiefen, aber es ist ein richtig schönes Tool. Das ist der sogenannte Formatvorlageninspektor oder der Formatinspektor. Das ist so ein kleiner Button, der zweite von unten. Dann können Sie sich genau immer anschauen, wo Ihr Cursor gerade ist und dann zeigt er Ihnen an, welche Formatvorlage wird da verwendet. Die können Sie auch gleich ändern. Oder er zeigt Ihnen auch an, wenn es irgendwelche zusätzlichen Formatierungen auf der Textebene gibt. Werden wir in der Regel hier erstmal nicht brauchen. Nur, wie gesagt, das ist eine relativ coole Sache.
Und wenn Sie irgendwann mal fertig sind und sagen, das möchte ich jetzt mal als Vorlage speichern, dann speichern Sie es also nicht als docx, sondern als dotx, ja, T für Template. Das wäre dann eine entsprechende Word-Vorlage.